So, dann jetzt hier reinschauen. Da ist auch gleich der nächste Schalter. Ring der Lebensenergie. Sag doch, hier sind noch Ringe. Der Herr der Ringe sozusagen. Kommt, der nächste Schalter. Das macht jetzt links die Tür noch auf. Stärkering plus 10. Kruschwarok. Schon wieder. Nochmal ein Kruschwarok. Ja, kann man alles verkaufen. Ah, so, und jetzt der letzte. Huch. Mumie. Amulett der Magie. Mana Bonus 10. Das ist doch schön. Das muss ich hier direkt anlegen. Amulett der Läuterung. Schutz vor Feuer und Magie. So, jetzt habe ich aber alles hier gelootet. Gut, würde ich sagen, erstmal speichern. Das wäre schade, wenn ich das jetzt alles nochmal machen müsste. Aus Gründen. So, und jetzt erstmal ausrüsten. Erstmal die Ringe weg. Ja, also so weg jetzt auch nicht. Gut. Mana-Bonus. Was habe ich hier noch? Lebensenergie, Lebensenergie. Schutz vor Feuer, Schutz vor Feuer, Schutz vor Waffen. Und hatte ich nicht einen Stärke-Bonus 10? Genau. Jetzt müsste ich 38 Mana haben. Genau. Stärke immer noch 45. Das ist immer noch mehr, als ich brauchen werde wahrscheinlich. So, jetzt speichern wir nochmal. Ich weiß, ich habe einen Speichertick. Ja, und jetzt geht's los. Nein! Na, scheiße. Komm. Ja, das wird so nichts, habe ich so das Gefühl. Die bewegen sich zu viel. Hey, Schnucki. Der ignoriert mich? Der ignoriert mich. Ah, jetzt da. Na, komm. Süß, der rettet gar nicht. Oh, au, 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 ich glaube, es hackt. Wow. Tappi geschlagen. Ja. Soll er doch. Da esse ich ein Orkblatt. Als Trotz. So. Dich müsste ich doch jetzt eigentlich mal treffen. Ja, da links ist noch einer. Komm, 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 der müsste doch eigentlich sterben jetzt. Geht doch. So. Gut, das lief ja relativ gut. So. Jetzt wird's aber witzig, weil jetzt komme ich nämlich zu Balukor. Der wird, glaube ich, von drei Orks umzingelt. Was hast denn du? Kriegsschwert. Aber die sind Gott sei Dank auf ihn getriggert. Deswegen kommt man da relativ gut noch mit klar, obwohl es drei sind. Ach, den Templer, den hat es irgendwie. Normalerweise müsste der Tod da liegen. Da ist ein kleiner Spielfehler. Einmal. Zweimal. Dreimal. Halte ich hier noch einen. Ah! Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Alter, hinter mir ist ein Ork und du sprichst mich einfach an? Aber der hat auch das Maul offen. Weil das hat Soto letztens gesagt, dass die. Der schreit halt rum. Soto gesagt, dass die Typen den Mund aufhaben und das passiert eigentlich nur, wenn sie vorher gestorben sind. Okay, so viel er drauf gekriegt hat, er ist schon 30.000 Tode gestorben, aber egal. So. Genau, warum ich hier bin. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht, aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun.
Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Die Orks sind ja höflich, sie warten, bis wir unser Gespräch beendet haben. Aber sie nerven trotzdem. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Sind es auch noch 2? Jetzt sind es auch noch 2. Schön, dass du auch mal mithilfst. Ach nein, nicht Balukor. Jetzt da. Eieiei. Ich hatte schon Panik, weil ein Ork da ist, aber nein, jetzt kommen noch 2 Orks. Gut. Tempel auseinandernehmen. Hey du. Wie gesagt, er ist eigentlich tot. Er dürfte gar keine Dialogoption haben. Ich glaube, die können dich rumbringen und er wird sich, glaube ich, nicht mal wehren. Wohin gehen wir denn? Besten da runter, dürfte auch im Moment jetzt kein Ork mehr sein, nachdem die anscheinend alle hochgewandert sind. Also ein bisschen futtern. So, jetzt haben wir sowieso ein kleines Intermezzo mit den Orks gehabt. Ach, ich habe schon abgespeichert. Egal. Sif early, Sif offen. Halte die Wiese. So, hier dürfte eigentlich gar kein Ochs sein. Schwertsicherheitshalber ziehen. Kann ja nie wissen. Aber hier dürfte eigentlich keiner mehr sein. Genau. Passt. Das sind nämlich alle unten. Pergamenthälfte. Das suche ich eigentlich. So, und jetzt noch hier alles looten. Pfeile, Tränke. Hier müsste noch irgendwo ein Bast... Das war's doch gerade. Bastardschwert? Ah ne, Breitschwert. Rostiges Bastardschwert. Wenn man... Kann man... ein bisschen mehr Stärke. Kann ich... Doch, kann ich sogar benutzen. Aber ist natürlich schwächer als mein Breitschwert. Ist noch ein Trank und... Stahlzunge und... Balukor. Balukor, du stehst mir voll im Weg. Könntest du mal? Danke. Und ein Kruschpach. Gut, dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Ja, die wollte ich gerade holen gehen, aber naja, ich habe mich irgendwie selbst unterbrochen. So. Warte. Hier sind jetzt mehrere Orks. Das muss jetzt schnell gehen. Direkt rechts. Umdrehen, das ist nämlich der nächste. So. Keine Zeit lassen, um die Waffe zu ziehen. Gemerkt, ich habe das Spiel schon öfters gespielt, kann das sein? Halt, die Waffe liegt schon. Na. Hallo? Metzer. Und drüben sind auch noch 2? Ich weiß es nicht mehr. 1 oder 2? 2. Na klar. Ein Ork kommt selten allein. Komm schon. Oh, das gibt's ja nicht. Komm. Geht doch. Stirb. Ich mag den Feuerball. Oh, der andere auch hat mich getriggert. Komm. Kurz Prozedere. Baluko tut mal wieder nichts, so wie es gehört für einen Baal. Okay, das war's jetzt hiermit. War eigentlich in den Zeiten noch was? Ne, oder? Aus ein paar Pilze. Okay, hier drin ist noch ein Schalter. Jetzt! Hier geht es nicht weiter.
Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Ich weiß, ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt. Guck so, habe ich Schalter gefunden. Hä, habe ich jetzt drauf gedrückt oder nicht? Anscheinend nicht. Nochmal? Ah, jetzt da. Ich hab gedacht, es gab gerade einen Soundbug und deswegen habe ich nichts gehört, aber... Ja, ne, stimmt, Soundbugs gibt's bloß in Battlefield 4. Ein Kruschpach. Und eine zweite Pergamenthälfte. Ach komm, warte, ich nehm's dir mal ab. Hey, Baluko. Hey, na, jetzt, hier. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Koranga hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Wer weiß. Gut, wir haben die Spruchrollen. Passt zusammen. Also wir haben die Spruchrolle, Pergamenthälften. Ja, das habe ich schon verraten. Ja, es ist eine Spruchrolle am Ende. Jetzt muss das Ganze noch übersetzen. Dazu gehen wir mal wieder in den großen Raum. Also in den Anfangsraum. Also nicht ganz am Anfang, sondern dort, wo wir Baluko getroffen haben. Also hier. Kurz warten. Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig! Und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Mysteriös, mysteriös. Ja, dann suchen wir noch mal diesen Ort und gehen hier lang, wo wir noch nicht waren. Ach genau, und hier ist jetzt ein Ork-Krieger. Moment, ein Ork-Krieger. Ich brauche meinen Feuersturm. Du vielleicht einmal speichern. Ork-Krieger ist nämlich stärker als die Ork-Speer, die ich jetzt bis jetzt getroffen habe. Der Ork-Krieger aus der Vision. Oh nein, ich habe gar nicht mehr genug Mana. Scheiße. Zu spät aufgefallen. Ah doch, hat gereicht. Oh Gott. Gott sei Dank. So. Sparen mal auf, obwohl eigentlich kann ich es behalten. Für einen Notfall. Ach komm, die anderen machen wir jetzt schnell so fertig. Es sind noch ein paar Orks. Na ja. Na. Nein, scheiße. Ah. War knapp. Weil ich ihn irgendwie nicht zu fassen gekriegt habe. So. Ein bisschen futtern. So. Da ist schon der nächste. Ja, vielleicht doch nochmal speichern. Ne. So, Nummer 1. Ja, den kann ich ja schnell mit Feuerball fertig machen, aber sparen wir mal Mana. Außerdem. Oh, die Gegenwehr.